Bist du deppert? Ich meine, herzlich willkommen zu Zongos Welt TV. Ihr seht eh bei mir Almighty Gustl Auinger. Gustl! Gustl, ganz, ganz große Freude. Wir haben eine wahnsinnige MotoGP-Saison erlebt, 2020. Wir warten auf eine wahnsinnige MotoGP-Saison 2021. Und ich bin natürlich nicht nur froh, sondern ich bin auch stolz. Gustl, dass ich da zu dir kommen darf in diese heiligen Hallen und dass wir dort für Zongos Welt TV so ein MotoGP-Gespräch führen können, finde ich echt großartig. Taugt mir volle Granate. Und ich habe natürlich wahnsinnig viele Fragen. Und die erste Frage vielleicht jetzt gleich zum Einstieg ist es, du warst ja natürlich wieder mit Servus TV bei sehr vielen Rennen dabei. Wir haben die immer gesehen mit der mörderischen Maske. Mörderisch. Und da habe ich mich oft gefragt, na, wie ist das jetzt da für einen Gustl? Wie ist das im Fahrerlager unter diesen Bedingungen? Wie ist das gewesen, Gustl? Das würde mich echt interessieren. Also da fällt mir zwangsläufig sofort das erste Rennen an. Das ist dieses Jerez-Wochenende, dieses allererste Aufeinandertreffen. Und es war unglaublich befremdend. Du kommst am Flughafen an, es sind wenig Leute. Ja, dann gehst du dort mit Leihwagen, fährst dorthin. Kein Verkehr, du fährst vor die Rennstrecken, vor das Haupttor, kein Stau, also da sind wir falsch, da ist ja nichts los. Ja. Und dann geht es zum Höhepunkt, zum Start des Rennens und normal, gerade spannend, da ist ja riesig was los, da wird ja geschossen mit dem Böller und was weiß ich, nichts, also absolute Ruhe und das ist extrem befremdend gewesen. Das Arbeiten als solches im Fahrerlager war wieder klasse, weil dadurch, dass kaum ein Betrieb im Fahrerlager war, sondern nur die Handvoll Leute, die dort arbeiten, hast du zu jeder Zeit von A nach B gehen können, bist nie in irgendwelchen Menschentrauben hängen geblieben, aber einfach dieses Gänsehautgefühl, das was der Zuschauer aus meiner Sicht einzig der Zuschauer vermittelt, das hat am Anfang schon, haben wir schon vermisst. Ja. Das ist ein bisschen Botscher, das ist sowieso wurscht. Wir sind nicht bei Servus TV, nicht, sondern Zongos Welt TV. Du, wie haben es die Fahrer weggesteckt? Weil für so einen Fahrer denkt man, kann man sich das vorstellen, bei einem Fußballprofi, der geht da oben in die Arena, sind alle, da, tausende Leute schauen ihm zu, oder zigtausende Leute. Und bei diesem Motorradrennfahrer, ich glaube, das ist schon so, dass dort das die irrsinnig beflügelt, wenn du denn in so einen Hexenkessel drinnen fährst und da sind einfach hunderttausende Zuschauer oder zumindest zigtausende Zuschauer. Und wenn dann niemand da ist, wie sind die Fahrer damit umgegangen? Naja, es hat keine Alternative gegeben. Ja, das heißt, wenn man Rennen fahren wollte, dann war es halt nur unter diesen Bedingungen möglich und es war für jeden fremd. Und ich sage mal ganz besonders, weil wenn das keine Rolle spielt, wenn Zuschauer da sind, das schaut jetzt nicht aus, aber ich kann sagen, jedenfalls, wenn Zuschauer da sind, ja, dann hat das schon was Besonderes. Darum gibt es ja immer wieder diesen Heim-Grand Prix, diesen sogenannten, den jeder Sportler für sich hat, wo jeder von sich aus sagt, da hat man die Möglichkeit oder da wächst man nur mehr über sich hinaus. Also es passiert sehr wohl was, wenn so viele Leute diesen Sport mitverfolgen und mittragen. Natürlich, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und man hat dann gesagt, okay, ich komme jetzt ganz problemlos ins Fahrerlager, ich kann mich im Fahrerlager relativ frei bewegen, ich kann mich relativ ungestört vorbereiten, ich habe wenige Pressetermine. Das sind Aspekte, die vielen auch wieder ganz angenehm aufgefallen sind, nur dort, wo du dann wirklich gemerkt hast, jetzt ist ein Riesenloch, das war Rennende, das war Siegerehrung, das war die Auslaufrunde. Und ich denke immer noch daran, wie der Valentino in Jerez aufs Podium gefahren ist, mit dem dritten Platz, der hat nicht gewusst mit seinen Emotionen wohin, der ist halt einfach dort auf der Strecke stehen geblieben, wo normal seine Tribüne ist und da drauf gejubelt und das war einfach ein bisschen ein Ersatz dafür, aber auch wenn es Momente gibt, wo du ein bisschen frei bist, weil du nicht in einen Zwang drinnen integriert bist, ist das ganz nett, aber dort, wo du dann wirklich das erntest, was du setzt, dort warst du alleine und das hat man schon gemerkt bei den Fahrern. Da haben sie schon gewaltig was vermisst. Ja.
Das ist eh super, dass du das ansprichst, weil ich das natürlich, ich glaube, ich habe alle Rennen gesehen. Und wie der Rossi das Podium gefahren ist, habe ich mir auch gedacht, Alter, und jetzt sein kann ich leider beim Rossi, da rasten sie ja, das ist immer nur so, oder? Da, beim Rossi rasten sie am meisten aus. Ja, das ist, man sieht seine Fangemeinde ist halt einfach unendlich groß und er hat es auch redlich verdient. Und es ist immer schön, wenn man dann sieht, dass ein Sport so geliebt wird von einem Sportler und der von so vielen Menschen, quer durch die Baujahre durch, ja, vom Jungen bis zum Senior, das so mittragen, das ist halt einfach begeisternd. Und ich sage, die MotoGP hat jetzt diesen Ruf oder diesen Stellenwert auch durch diese ja, grandiosen Taten oder diese grandiosen Zeiten, die wir an Rossi zum Verdanken haben, sage ich ganz offen. Ne? Gustl, dann bleiben wir gleich beim Doktor, weil ja, das die heurige Saison, also die 2020er-Saison, war jetzt nicht die Saison vom Doktor. Denn der ist ja, glaube ich, auch, der ist ja zweimal dann mit dem Corona, hat es nach und niedergestreckt. Die Motoren, da war auch irgendwas los bei Yamaha, das hat man auch nicht ganz irgendwie auf den Punkt gebracht, was da los war, kann man nur vermuten. Und ich selber, ich habe mir dann schon gedacht, oh je, das ist ja ganz traurig für den Rossi, das gibt es ja nicht. Jetzt glaube ich schon, dass das besser ist, dass der in das Petronas-Team abwandert, weil hoffentlich geht dort die Reiben und hoffentlich stimmt dort die Chemie. Oder ich habe wirklich keine Ahnung, was ist denn da los gewesen mit Yamaha? Das ist die eine Frage. Und die zweite, die man mindestens genauso brennt, glaubst du, kann der Rossi noch kann einen Sieg einfahren? Weil ein Weltmeistertitel wird dann immer bocken, aber kann er einen Sieg fahren? Wo fangen wir an? Na, fangen wir an beim Saisonstart. Und beim Saisonstart zu einer Saison, die neu für alle Beteiligten war. Die war neu für jeden einzelnen Fahrer, neu für jedes Team, neu für uns. Und man hat ein bisschen Möglichkeit gehabt, oder ein bisschen Zeitfenster gehabt, sich anzupassen, sich damit anzufreunden, abzufinden. Aber was ganz, ganz, ganz schwierig war, war es für die Hersteller. Und ganz besonders für die Hersteller, die keine Concession Points, wie man sagt, gehabt haben. Es hat am Saisonbeginn Aprilia, heute noch, und KTM, besonders am Saisonbeginn, diese technischen Zugeständnisse gehabt, wo sie testen dürfen, wo sie weiterentwickeln dürfen, wo sie nicht an so einem engen, eingefrorenen Rahmen sind. Warum war das so schwierig für die anderen? Es hat diese sogenannten Wintertests gegeben und die Wintertests waren halt immer in Asien drüben, wo es schön warm ist. Und dort hat man halt aus den Erkenntnissen von 2019 ein Motorrad gebaut, wie es 2020 eigentlich sehr gut sein sollte. Bei manchen ist es auf Anhieb gelungen und bei manchen sind die Linien nicht so klar gewesen. Honda hat sehr, sehr gelitten darunter, weil Honda gesagt hat, okay, wir brauchen Power im Motor, das ist einmal wahnsinnig wichtig, das haben wir über die Jahre gesehen. Ducati macht dann das Leben sehr, sehr schwer mit einer Urgewalt. Ducati hat gewusst, wir brauchen unseren Power, weil mit unserem Power ist es unser Trumpfkarten. Und dann gehst du sehr vorsichtig in Richtung Fahrwerk, ja, Chassis. Und dieses vorsichtige Umgehen mit dem Chassis war auch plötzlich eine riesige Challenge, weil Michelin als Einheitsreifenhersteller einen neuen Hinterreifen geliefert hat, der diesen sogenannten Edge Grip, diese Kurvengeschwindigkeit, deutlich unterstützt. Und das war über Jahre durch kein Thema, weil Yamaha hat zum Beispiel, das liegt in ihren Genen drinnen, ewig lange Schräglagen fahren und aus der Schräglage raus den Kurvenspeed generieren. Damit haben sie manchmal auf Topspeed verzichten können, weil der Kurvenspeed so vieles wettgemacht hat. Und plötzlich kommt dieser Kurvenspeed zu einem Zeitpunkt, wo man nicht mehr damit gerechnet hat. Yamaha hat sich abgewendet ein bisschen, hat gesagt, wir brauchen jetzt auch Dampf im Kessel, haben Fokus am Motor gelegt. Ducati hat Fokus am Motor gelegt, Honda hat Fokus am Motor gelegt. Und jetzt auf einmal hat man gesehen bei den Wintertests, da sind wir noch nicht dort, wo wir hin sollten. Und dann ist es so, dass dann nach diesen Wintertests vieles durchprobiert wird. Honda hat viele Teile von 2019 noch einmal probiert. Und es ist an Techniker klar, es kriegt
der dieses enorme Feedback von den Fahrern, und jetzt muss er aus diesem Feedback die richtigen Rezepturen nehmen, und dann wird es erst wieder gefahren beim ersten Rennen. Und nicht vorher. Ja? Das heißt, der Wunschzettel und das Motorrad ist im Werk geblieben, und dort ist das Motorrad dann gestanden. Und niemand hat gewusst, wann geht es weiter, wann geht es los, wie geht es los. Und dann kommt dazu, dass das erste Rennen Jerez ist, was ja nicht so, ist immer das erste Europarennen, Jerez, aber zu einem Kalenderzeitpunkt, wo es dort in Jerez so dramatische Hitze hat, die keiner von allen Grand Prix-Fahrern jemals dort erlebt hat. Weil man dort Ende April fährt, aber nicht im Juli. Ja? Und da bist du verreckt vor der Hitze. Und dann kommst du mit diesem Motorrad, wo der Ingenieur oder die Ingenieure glaubt haben, das könnte jetzt die Rezeptur sein, kommen sie nach Jerez und sind nicht schlüssig. Waren aber nicht sicher, sind jetzt wir nicht in die richtige Richtung gegangen oder sind wir deswegen nicht schlüssig, weil wir noch nie bei so einer Hitze in Jerez gefahren sind. Das heißt, es hat nichts Richtiges gegeben. Schlag drauf gleich nur mal das gleiche Rennen. Also der Rennkalender hat die Entwicklungsmöglichkeiten ganz brutal schwer gemacht. Und dann muss man sich vorstellen, was kannst du dann noch machen bei einem eingefrorenen Reglement? Bringst du eine neue Schwinge. Es musst du aber, die zwei Stück Werksfahrer haben in Summe 4 Motorräder, und dann hast du das Satellitenteam, sind nur mehr 4 Motorräder, also hast 8 Motorräder. Und für diese 8 Motorräder solltest du vielleicht 2 Schwingen machen pro Motorrad. Dann hast du mal 16 Schwingen zu machen. Es ist gar nicht so einfach, ja. Das heißt, und damit ist man halt absolut in diese Misere gekommen, dass man gesagt hat, ja, irgendwie müssen wir es überleben, ja. Weil die Möglichkeit der Weiterentwicklung und die Zeitfenster dazu gibt es nicht. Die Sommerpause waren 2 rennfreie Wochenende. Das war die Sommerpause. Also, was soll in der Sommerpause jetzt Großartiges passieren? Und richtig gut, auch mit dem Glück des Tüchtigen, hat das KTM geschafft. Das heißt also, die Zeit, wo sie freie Hand gehabt haben zum Entwickeln, haben sie wirklich einen wahnsinnigen Schritt gemacht. Und dann das Riesenglück, dass dann der Zeitpunkt des Einfrierens genau zum richtigen Zeitpunkt auch passiert. Yamaha, weil du es angesprochen hast, auch mit Valentino, hat natürlich dann noch ein zweites großes Problem gekriegt. Sie haben versucht, endlich einmal, weil Yamaha, seit ich Yamaha verfolge, nie geglänzt hat mit einer Wahnsinnsmotorleistung, sondern immer mit dem Chassis, mit der Fahrbarkeit, mit dem Motorrad als solches. Und das hat ganz einfach bei dieser Reifengeneration inklusive 2019 nicht mehr gereicht. Du hast Dampf im Kessel braucht. Und Yamaha hat Dampf generiert, wenn ich das so nennen darf, aber es hat sich herausgestellt, dass der Motor zerbrechlich ist. Das heißt, der Motor ist kaputt gegangen. Und jetzt habe ich natürlich immer noch im Ohr, wie dann sofort mit diesem Betrugsschrei losgegangen sind, weil Yamaha gesagt hat, Schmarrn, wir haben ein Problem, uns brechen Ventile. Und wir müssen jetzt die Hersteller fragen, ob sie einverstanden sind, dass wir dieses Ventil ändern, theoretisch ist es ja machbar, wenn du die Standfestigkeit damit verbesserst, aber nicht die Performance. Ja, weil es ist, kein Hersteller hat eine Gaudi, wenn ein Motor pausenlos zerbricht, eine Ölspur hinterlässt oder was auch immer. Und Yamaha hat ihm gesagt, weil wir haben einen unserer Ventillieferanten und da haben wir ein Problem. Und jetzt brich ich Lanze für Yamaha, insofern, weil ich diese Betrugsmaschen nicht stehen lassen möchte. Ja, weil wenn ich jetzt einen Betrug vorhabe, dann halte ich fest, mir und sage, mein Ventil bricht, kann es bitte neu machen. Ja. Sie haben aber gesagt, einer unserer Lieferanten, der zweite Lieferant, hat ein Problem im Material. Und damit sind natürlich die anderen Hersteller furchtbar hellhörig geworden und gesagt, Moment, die Ventile sind ja homologiert. Wieso haben die 2 Lieferanten? Das heißt, Yamaha hat
einen Formfehler gemacht. Yamaha hat ein und dasselbe Ventil, das sie homologiert haben, aber von zwei verschiedenen Herstellern gemacht. Und das war nicht eingetragen. Das heißt, das Ventil ist baugleich, weil sonst musst du einen komplett anderen Motor machen dafür. Aber halt ein Hersteller, der nicht eingetragen ist im Homologationsblatt. Und damit hat also, haben alle anderen Hersteller gesagt, na dann bitte, bitte vorlegen die Ventile und dann entscheiden, ob wir das machen oder nicht. Ja. Und dann hat Yamaha gesagt, naja, jetzt haben wir sie in die Scheiße geritten. Ja. Ja. Jetzt machen wir es anders. Ein Ventil bricht dann, wenn man in die Drehzahlspitzen kommt in erster Linie. Also nehmen wir die Drehzahlspitze weg und vielleicht halten es dann die Motoren. Ne? Und damit haben sie diese Leistungsplus, das sie sich erhofft haben, haben sie wieder wegtun müssen. Vom Fahrwerk haben sie nicht nachgelegt, weil sie glaubt haben, es ist nicht notwendig. Das heißt, sie haben die Stärken ein bisschen verloren und die Schwächen nicht ausgemerzt. Und deswegen hat also Yamaha besonders in der heurigen Saison oder in der 2020er Saison gelitten. Und das sind dann Punkte, die du auch dann mit Erfahrung nicht wirklich gut machen kannst. Weil ich habe kürzlich ein Gespräch gehabt und du sagst mir, ich war nicht so lang Quatsch. Gell? Super. Einfach. Wir sind alle wahnsinnig dankbar. Weil normal sagt man doch im normalen Leben, in so einer Saison, die so neu ist und so schwierig ist, ja, und so viel Unbekanntes drinnen ist, du musst doch Erfahrung Gold sein. Und wem bitte in dem MotoGP-Zirkus gibt es, der mehr Erfahrung hat wie ein Valentino Rossi? Also allein der Erfahrungsschatz hätte eigentlich das Zünglein sein müssen, dass der vielleicht sogar mal einen 10. Titel hätte fahren können. Aber du kannst halt über diese mechanischen Sachen, und ich sage, der Reifen ist eine mechanische Sache, der Motor ist eine mechanische Sache, wie kannst du das ausbügeln, wie kannst du das ausmerzen? Und deswegen war es eigentlich, hat weh da ein bisschen beim Zuschauen, weil man hat gesehen, ich erinnere, boah, er fährt aufs Podium. Ja? Allein was dann dafür. Aber die Zuschauer nicht da sind, von dem, was im Vorlager sind, spürst du das. Ja? Und dann driftet er so weit weg vom Podium, dann driftet ein Quartararo so weit weg von dem eigentlich fast logischen Titel und musst ein Problem durchschleppen durch eine ganze Saison. Du weißt, wir haben diese Reifenentwicklung nicht 100% durchschaut. Wir können nur Nuancen ausgleichen aufgrund von dem Zeitfenster. Und dann kommt man halt zu dem Punkt, der mir dann immer ein bisschen schmerzt, weil man dann sagt, naja, Quartararo, ne? Letztes Jahr haben wir geheißen, das wird der zukünftige Weltmeister, jetzt hat er einen Werksvertrag, jetzt muss er liefern, jetzt bringt er es nicht mehr. Und das ist ja dann für mich ein bisschen schwachsinnig, weil ich kann nicht zwei Rennen hintereinander gewinnen und beim dritten Rennen das Fahren verlernen. Den gibt es nicht. Ja? Und jeder weiß, und jeder Motorradfahrer weiß, ganz besonders, wenn dein Ding nicht gescheit funktioniert, dann kannst du dir so aus dem Leib fahren, gewinnst nicht. Ne? Und wie du gemeint hast, ob ich ihm das zutraut, also wie er gewinnt, ob er den 10. Titel nur einmal holen wird, das so weit spekuliere ich nicht, aber es ja wünschen dort vom ganzen Herzen. Aber ich glaube, dem Feuer, was in den Kerl brennt, Podien und ein Sieg ist nicht unmöglich, ganz sicher nicht. Und ich glaube, dass er sich in diesem Petronas-Team sehr wohlfühlen wird, weil er hat die Unterstützung, die er braucht. Er ist nicht auf einem Abstellgleis, aber er hat ein Umfeld, das ihm sehr, sehr gut gefällt. Er hat einen Teamkollegen, sein Burm, wenn ich es so nennen darf. Er hat ein Team, das gezeigt hat, mit sogenanntem Satellitenmaterial unglaublich konkurrenzfähig zu sein. Es sind andere Techniker, er leidet ein bisschen, weil die Techniker, denen er sehr, sehr viel Dank schuldig ist, die hat er nicht mitnehmen dürfen. Also man muss das dann nicht ein bisschen so sagen, er hat jetzt die Leute nicht gekriegt, weil er es wollte, sondern er wollte die haben, weil er denen so viel Dank verpflichtet ist. Also das sind so ein bisschen die Punkte, die oft ein bisschen verloren gingen in den Kommentaren.
Aber die wird für ihn oder für den Typ Valentino Rossi sehr, sehr wichtig sein. Aber im Grunde glaube ich, glaube schon, dass er sich wohlfühlen kann dort. Und er ist dort auch sehr willkommen, weil er so ein junges Team dann einmal zu arbeiten mit so einem erfahrenen Menschen, mit so einem, der so viel schon erreicht, erlebt, durchgemacht hat, da kann ein Team sehr, sehr, sehr profitieren auch davon. Also das Paket als solches, glaube ich, ist sehr, sehr gut und das Rampenlicht, das ganz brutale Rampenlicht, also die Schuldigkeit eines Werksfahrers, die muss er auch nicht bringen. Ja, weil das Weiterentwickeln der Motorräder, das ist Aufgabe des Werksteams. Und man muss das auch so sagen, es ist auch bei Ducati so passiert, hat man auch gesagt, naja, die Pramac-Ducatis sind ja fast besser wie die Werks-Ducatis. Und die Petronas-Yamahas sind ja fast besser wie die Werks-Yamahas, weil es die gottverdammte Aufgabe des Werksteams ist, dieses Basismotorrad, diese vier Motorräder bleiben im Werksteam, vier Motorräder gehen ins Satellitenteam mit gleichem Stand. Und jetzt beginnt die Aufgabe im Werksteam, dieses Basismotorrad besser zu machen. Und das heißt, wenn du da ein Konzept hast, das der Reifen ein bisschen durcheinander bringt, und da will ich nicht Michelin die Schuld geben, Gegenteil, aber wenn dir da die Hände dann gebunden sind, dann kannst du sehr, sehr leicht die ein bisschen im Kreis dran, und die Weiterentwicklungsaufgabe im Satellitenteam ist nicht vorrangig. Die helfen mit, aber das heißt, die können mit der Basis vielleicht ein bisschen länger zurechtkommen. Wenn aber diese Weiterentwicklung nicht richtig funktioniert, hast du sofort einen Retourgang drinnen. Das ist aber eh ganz super, dass du das angesprochen hast, weil das bei Ducati, das interessiert mich natürlich wahnsinnig. Weil, also erstens, Jack Miller mit der Pramac Ducati, ne, der ist wahnsinnig gut gefahren, und im Werksteam, die ja die Jahre davor immer den Vize-Weltmeister gemacht haben mit Dovizioso, da ist heuer irgendwie echt ein Wurm drinnen gewesen, und ich habe jetzt als neutraler Beobachter auch das Gefühl gehabt, dass dort in dem Team, dass dort, da ist keine gute Stimmung. Das ist, war richtig mühsam, und stimmt der Eindruck, den man da von außen gehabt hat, oder woran ist das gelegen, dass die da mit diesen Werks-Ducatis dort eigentlich wirklich komplett unter allen Erwartungen geblieben sein? Ja, das ist eine ganz berechtigte Frage, die wir sich alle miteinander immer wieder stellen, aber halt auch leider Gottes nicht mit drei Sätzen zum Beantworten geht. Und ich gehöre auch zu den Typen Menschen, die immer ein bisschen die handelnden Personen anschauen und das ein bisschen verfolgen, wie läuft da was, wie laufen so Charaktere ab, wie funktionieren gewisse Abläufe mit. Und ich bin, muss ganz deutlich sagen, dass ich ein großer Bewunderer und fast Fan von dem Gigi D'Alina bin, weil wie der zu Ducati gekommen ist, ist ein riesiger Ruck nach vorne gegangen. Und ich habe das immer beobachtet und habe mir gedacht, was ist das für einer? Ja? Und der Gigi D'Alina ist in der Box gesessen mit seinen grauen Haaren, und du hast von seinem Gehabe genau gewusst, macht er keine Sorgen, der hat alles im Griff. Ja? Der ist auf der Startaufstellung zu alle Fahrern hingegangen, und jeder Fahrer hat gewusst, mit der Berührung vom Gigi, es ist alles im grünen Bereich, macht er keine Sorgen. Und er hat also Ducati wirklich auf einen sehr, sehr guten Weg gebracht, auch in der Kommunikation. Es war fantastisch, und dreimal Vize-Weltmeister ist wirklich großer Lohn. Dann ist diese Geschichte Lorenzo gekommen. Lorenzo ist gekommen von Yamaha und zur Ducati und hat riesiges Geld gekriegt dafür, war Wunschkandidat von einem Gigi D'Alina. Und dieses erste Jahr, Lorenzo und Ducati, war nicht gut. Absolut nicht. Also, ich höre immer noch Berichte, wo man sagt, wie kann bitte Ducati so viel Geld sein für einen, der langsam ist wie ein Satelliten-Ducati und. Ja. Und der Dovi hat ganz einfach die Kastanien aus dem Feuer geholt und hat da wirklich abgeliefert 1A. Und du hast richtig gemerkt,
da ist eine Einheit. Immer wenn du an der Box vorbeigegangen bist, hast du genau gewusst, jeder weiß ganz genau, was zu tun ist. Und dann hat man dann den Schritt gemacht und hat gesagt, na, Lorenzo, passt doch nicht. Man hat als Werk einen riesigen Druck, wenn du Millionenbeträge nach vorne zahlst und der dann so kritisiert wird. Und just dann kommt der Kerl zurecht damit. Und dass der Motorradfahrer kann, braucht man nicht diskutieren. Aber es sind ja solche Sachen passiert. Aber Ducati ist zum dritten Mal an Marquez gescheitert. Ja, Vize-Weltmeister. Also was kein anderes Motorradl war schneller wie die Ducati. Der Gigi Dalino hat gesagt, wir werden nicht von Honda geschlagen, wir werden nicht von Yamaha geschlagen und schlagt nicht Aprilia und KTM und schlagt der Mack. Der Mack ist es. Das heißt, wir müssen jetzt schauen, dass unsere Fahrer auf das Niveau vom Mack kommen. Und damit hat es so einen Typen wie ein Dovizioso ein bisschen erschreckt, der eigentlich gesagt hat, naja, habt ihr euch den Lorenzo geholt und da war also nicht das Gelbe für mich. Und jetzt habe ich das Maximum aus der Ducati geholt und jetzt liegt es an mir, dass wir nicht Weltmeister werden. Also da hat er mal gemerkt, dass der Fahrer auch angekratzt werden kann bei Ducati. Und dann kommt, und ich mag den Lorenzo gern, weil er sehr, sehr guter Fahrer ist und weil er menschlich es nicht leicht gehabt hat. Und aufgrund dieser seiner Vorgeschichte er einfach dazu neigt, manchmal furchtbar in Fettnäpfchen zu hupfen. Und dann denkt man sich, wieso tut er das? Ja, und dann hat er halt einfach, weil er mit der Honda gar nicht glücklich geworden ist, hat er sich wieder ins Spiel gebracht bei Ducati. Und hat wiederum einen Punkt erwischt, wo er Dalinia gesagt hat, naja, vielleicht darf man mal Lorenzo Freira Weltmeister werden. Und das war halt noch einmal ein riesiger Magenboxer für einen Dovizioso. Und damit ist genau dieses Bild, das du kennst, das ich immer gesehen habe und ich mir erfreut habe dran in der Box, das ist verschwunden. Das war nicht mehr da. Und das ist einfach, der Sport ist heute so speziell, dass... So Eurofighter, ja? Dieser Sport ist so speziell, dass wenn ein Element nicht funktioniert, dann bist du halt nicht konkurrenzfähig. Das ist einfach ein Eurofighter. Ist einfach ein Eurofighter und der fällt mir nicht auf, weil der fliegt jeden Tag und Dienstag sogar in der Nacht. Das heißt, es gibt auch ein paar, die fliegen. Freilich. Das fliege ich immer paarweise und die sind dann gleich weg und dann ist es wieder okay. Die fliegen jeden Tag und dienstags auch in der Nacht. Boah! Mhm. Ja, naja, aber du kannst ja da einen Militärflug haben, kannst dich hinter die Startbahn hinstellen mit dem PKW, weil eine Straße vorbeigeht und kannst ja noch zuschauen, wenn sie einen Nachbrenner reinpfeffern. Also, das ist schon ein Schauspiel. Ne? Aber wie gesagt, wenn man da lebt, gewohnt man das. Das gehört halt dazu. Jetzt habe ich die Unterbrechung, Angst gehabt, dass man es nicht mehr hört. Weißt du, wo du bist? Ja, wenn die in diesem extrem sensiblen Sport, weil man darf ja nicht vergessen, es wird ja sehr leicht. Ja, du schaust dir die Startaufstellung an, wer steht in der ersten Reihe, wer steht in der vierten Reihe. Und zwischen ersten und zehnten sind vielleicht oft nur 4/10, wenn überhaupt. Ja. Das heißt also, auf einer Rundstrecke von knapp 5 Kilometer Länge, wenn du um 0,4 Sekunden langsamer bist, bist du nicht mehr unter den ersten 10. Und jetzt kannst du nicht sagen, wo habe ich die 4/10 jetzt auf die 5 Kilometer verloren. Das ist einfach in Summe eine Nuance dort, eine Nuance da. Und diese Nuancen werden da beeinflusst von deinem Gefühl, von deinem Empfinden. Und wenn du dann dieses Empfinden hast, du möchtest oder du wüsstest, was könnte man tun? Und der Dovizioso hat ja das durchklingen lassen. Er hätte Ideen gehabt, was man probieren könnte. Und man hat ihm das nicht lassen oder man hat dem nicht geglaubt oder das Gewicht geschenkt, dann kommst du ein bisschen vor, du rennst gegen eine Windmühle. Ja? Und das ist dann so weit gegangen, dass der Tobi gesagt hat, am Red Bull Ring, aus, danke,
ich habe zwar bis heute keinen Vertrag angeboten und ich mag das Spiel nicht mehr mit, lass mir es gut sein. Ja? Und der große Respekt an beide, weil wenn so eine Trennung passiert, gibt es immer zwei, die sich nicht Vertrauen haben. Das ist überhaupt keine Frage. Aber was mir immer furchtbar auf den Nerv geht, ist, wenn es dann so Schlammschlachten gibt. Ja? Und die hat's, es war ein sauberer Schnitt und selbst jetzt in der sogenannten Silly Season gelingt es niemandem, da groß Feuer oder Benzin ins Feuer zu gießen, weil beide Seiten, natürlich waren sie nicht glücklich mit allen Punkten, und, aber es ist halt ein Ende gekommen, das was halt den Petrucci, sage ich mal, nicht so getroffen hat, weil er sehr früh die Meldung gekriegt hat, dass er nicht mehr gebraucht wird für 2021. Der hat Zeit gehabt, sich ein anderes Team zu suchen. Aber der Tobi, der ein bisschen hingewartet hat und vielleicht kommt doch noch oder wird noch was, hat zu dem blödesten Zeitpunkt dann gesagt, lass mir es bleiben. Und ja, jetzt reden wir halt von einem Jahr Pause. Ne? Aber werden wir sehen. Da ist er schon relativ alt für eine Jahrpause, oder? Der Polizei, man sagt niemals nie. Ja. Ist auch so ein Schlagwort, das man immer anwenden kann. Aber es ist in der jetzigen Zeit schon so, dass eine unglaubliche Kurzlebigkeit in der Motorrad-Weltmeisterschaft ist. Sage jetzt ganz bewusst, ob das Moto 3, Moto 2 oder Moto GP ist. Weil am Ende einer Saison sind wieder mindestens 3 bis 5 Moto2-Fahrer, die an die Tür klopfen in der MotoGP. Und das heißt, diese 3 bis 5 Moto2-Fahrer, die sind immer im Fahrerlager, sind immer im Bild, sind immer im Fernsehen. Das heißt, jedes Team, jeder Verantwortliche sieht jede Stunde von dem Kerl. Und wenn ich dann einen Fahrer brauche, kommst du meistens darauf zu, dass du sagst, der wird passen. Jetzt muss einer sagen, warte mal, da gibt es ja den Tobi. Der möchte ja auch noch, was macht denn der jetzt? Der tut Motocross fahren, der tut trainieren, der ist eh fit. Für Ersatzfahrer ja, aber ich sehe es ganz, ganz schwierig, ob er wirklich als 100% Vollzeit-Rennfahrer nach einem Jahr Pause wieder zurückkommen kann. Nicht leicht. Das ist schade, Gustl, weil ich habe den Dovizioso immer extrem leibend gefunden, ganz super. Das ist auch ganz eine witzige Geschichte, den habe ich am Pannonia Ring, da habe ich nicht gewusst, dass das der ist. Ich bin da mit einer 600er gefahren und der, da ist mir irgendwas ein kleiner mit einer 125er, Zweitakter damals, der ist bei mir vorbeigefahren, dass ich mir gedacht habe, na Alter, das gibt es ja überhaupt nicht. Dann habe ich noch geglaubt, dass ich auf der Geraden, na, da. Den habe ich nie wieder gesehen, also in dem Turn nicht mehr gesehen und bin dann rausgefahren. Und da bin ich Redakteur beim Reitwagen gewesen. Ne? Da bin ich rausgefahren in die Box und da haben wir gedacht, na, wer war denn das? Das gibt es ja nicht. Und dann ist so ein kleiner Aprilia-Truck ist dort gestanden, aber wirklich ein kleiner, also nicht so wie es ist. Also ein kleiner Lastwagen, also ein Transporter, besserer. Und dann bin ich in diese Box rein und gesagt, ja, hallo, ich bin der Typ vom Reitwagen. Und habe schon gesehen, einen Laptop haben schon dort gehabt. Das war, glaube ich, so 1998 oder so. Und das war der Dovizioso, der ist damals, glaube ich, 12 gewesen und ist gefahren, glaube ich, damals mit irgendeiner Aprilia 2.0. Und das damals 2.0 war wirklich schnell. Und abgesehen davon, dass ich dort also diese persönliche Anekdote habe, habe ich selber diesen Dovizioso immer als extrem leibenden, extrem fairen Fahrer gefunden, der ja eh wahnsinnig viel gerissen hat. Aber möglicherweise hat er halt dieses absolute Sieger-Gen hat er halt dann vielleicht doch nicht gehabt. Kann das sein? Naja, man sagt immer, er hat ein Problem gehabt. Eigentlich nur eins, ne? Marc Marquez hat das geheißen. Ja. Ja, aber genauso wie du sagst. Das heißt, für mich ist er deswegen auch sehr hoch angesehener, weil er war bei keinem Schlamm schmeißen je dabei. Das heißt, was auch immer es an Vorfällen gegeben hat in der MotoGP, wer was über den anderen gesagt hat oder eingemischt oder was weiß ich, Partei ergriffen hat, der Tobi hat immer eine klare Linie gehabt, jeder hat gewusst, woran man ist mit ihm und der hat sich nirgendwo da mitbeteiligt und deswegen bin ich schon allein sehr zufrieden, dass beide Seiten eigentlich einen erträglich sauberen Schnitt gemacht haben und jetzt einfach
vom Herzen wünschen, dass er nochmal ein Motorrad kriegt, das so ist, wie er sich das wünscht oder das so vorstellt, weil schnell braucht man nicht diskutieren, schnell ist er. Und es gibt einen Grundsatz, wo man sagt, es gibt keinen, der später in die Bremsen greift wie er, und das war also auch eines der Erfolgsgaranten mit der Ducati in der Blütezeit. Also da brauchst du ein Herz. Und er hat das einmal bei mir so beschrieben, so eine Qualifying-Runde, weil man sagt, warum geht nicht diese eine beschissene Runde, kann man da nicht aber Zehntel oder zwei schneller fahren. Ne? Und da sagt er, das ist halt so, dass du immer einen Kampf mit dir hast, ob das jetzt gut geht oder nicht. Du greifst in die Bremsen, wo du eigentlich sagst, geht's ja nicht aus. Du hast eine Eingangsgeschwindigkeit, das geht es wahrscheinlich nicht. Und das musst du Runde für Runde machen, also Kurve für Kurve, aber nicht nur den Eingang von der Kurve, sondern den Ausgang auch wieder. Also es ist, und wenn ich so jetzt eben die Möglichkeit habe, in der Boxenstraße zu stehen, wenn sie einer kommen und dann das letzte Mal noch hinten einen Neichen aufhören, einen Neichen Reifen, da brauchst keinen in die Augen schauen, weil wenn du einem in die Augen schaust, sagst, gehst hin, umarmst und sagst, komm, lass gut, es reicht eh schon. Es ist wirklich, wirklich extrem schwierig, und und er hat bewiesen, dass er das kann. Nur, wenn wir jetzt nur mal auf die vergangene Saison Wert legen oder nur mal heranziehen, diese enorme Stärke, seine Bremsstärke, hat der Hinterreifen nicht erlaubt. Und jetzt kommt der Punkt, wo wir normalen Motorradfahrer sagen, der Hinterreifen ist ein Problem. Und daraufhin habe ich ein Problem, dass ich mit meinem Motorrad nicht mehr stehen bleiben kann. Das habe ich noch nie gehört. Ja. Ja? Weil das, ich habe überhaupt nie hinten bremst in meiner aktiven Zeit. Und schau es halt an, die Jungs, wenn die bremsen, das Hinterrad ist die meiste Zeit in der Luft. Also was für einen Einfluss hat das? Aber wie kompakt oder wie zusammenhängig das ist. Und im Grunde genommen brauchst du dieses leichte Querstellen vom Hinterrad, dieses leichte Mitrutschen lassen vom Hinterrad so als Lenkhilfe. Und wenn du das nicht hast, dann stimmt der Bremspunkt nicht. Wenn du keine Lenkhilfe hast zum Einfahren und du rechnest da mit der Lenkhilfe, dann hast du eigentlich einen Bremspunkt versaut. Ja? Also es ist ganz, ganz schwierig, und diese enorme Herausforderung, die hat schlicht und einfach dieser neue Reifen von Michelin an alle gestellt. Und eigentlich nur zwei Hersteller sind damit zurechtgekommen. Das ist allen voran Suzuki und KTM. Ich muss jetzt da nochmal kurz eingrätschen, weil ich muss mich jetzt selber rehabilitieren. Ich habe irgendwas gesagt, dass der Dovizioso da vielleicht jetzt nicht das Siegergehen oder irgendwas gehabt hat. Nein. Das war natürlich ein Wahnsinn, weil man kann sich schon erinnern an diese letzten Runden mit Marc Márquez. Na, da ist er gefahren bis deppert mit einer unfassbaren Rennintelligenz. Und da, das waren ganz, ganz leibende Runden. Nicht? Du hast das eh super gesagt. Ich meine, der hat nur ein Problem gehabt, das war der Marc Márquez. Sonst hätte er, wäre der eh Serienweltmeister gewesen wahrscheinlich, der Dovizioso. Nein, das sagst du 100% richtig. Und das unterschreibe ich auch sofort. Und warum zum Beispiel Gigi D'Alena gesagt hat, naja, eigentlich wäre man nur vom Marc geschlagen. Ja? Stimmt ja auch. Ja? Aber wie gesagt, sowas kann man sagen, wahrscheinlich zu einem anderen Zeitpunkt, in einer anderen Situation. Es hat ihm halt weh da, verständlicherweise, den Dobi. Und dieses Siegergehen, das hat der Dobi ganz sicher, hat diese Wahnsinnsrennen am Red Bull Ring, wo in der letzten Runde, in den letzten zwei Kurven noch einmal wirklich der Taschenfeidel ausgeklappt war, bis zum geht schon nicht mehr. Und wenn die Ducati gehorcht hat, wenn er dieser Ducati zu 100% vertraut hat, das er ja beschrieben hat, weil er in so einer Runde musst du über den Verstand drüber gehen, dann war er dem Marc ebenbürtig, dann hat er auch den Marc in die Schranken weisen können. Der Marc allerdings kann das auch mit einem Motorradl, das was hinkt. Weil im Marc, bis dato war der Schmerz befreit. Und es ist manchmal, als Fachmann, wenn du zuschaust, denkst du, wie lange geht das gut? Es kann, weißt du, das hat ein Ablaufdatum, sowas. Aber das ist halt einfach eine Fähigkeit, die nur, einzig nur der Marc hat. Der diese, ich nenne es jetzt 110%, gibt ein Risiko,
obwohl das Motorrad nicht gescheit geht, obwohl er dem Motorrad nicht hundertprozentig vertraut, aber es muss gehen, weil er ist der Marc und er will gewinnen. Punkt. Ne? Und das kannst du nicht lernen. Das kannst du nicht lernen. Gussl, wir müssen es heute anders machen. Wir werden mehrere Teile machen. Jetzt würde ich noch bitten, dass man diese Ducati-Paarung, da fährt ja im nächsten Jahr fährt ja der Bagnaia und der Miller, fahren mit den Werks-Ducatis. Da erwarte ich immer persönlich eigentlich sehr, sehr viel. Wie schaut das bei dir aus? Wie schätzt das ein? Zum einen, wie gesagt, es ist ja nicht versteckt geblieben, dass es uns leid tut ein bisschen, dass der Tobi dort nicht mehr ist. Ja, ist keine Frage. Auf der anderen Seite ist es so, wenn man so eine Saison hat wie 2020 bei Ducati, ist ein Umbruch generell fast immer ein Schritt in die richtige Richtung. Weil es ist alles möglich im Grunde genommen, weil es ist eine neue Konstellation. Es ist noch nichts verfahren. Es ist eigentlich alles, ja, alles voller Tatendrang. Und das kann sehr gut funktionieren. Und von einem Jack Miller weiß man, dass er überhaupt keine Hemmung hat, den Marc, wenn es sein muss, den Ellbogen spüren zu lassen. Da denkt sich der gar nichts. Er weiß es selber, dass er es kann und er macht auch kein Hehl daraus, dass er fähig ist, das zu leisten. Und wir haben mit Pecco Bagnaia an, der ein bisschen der sichere Part ist, der schnell ist, der dankbar ist, dort zu fahren, der mit seiner Sprache, in der Muttersprache, mit allen Ingenieuren dort reden kann. Also man hat einen Joker und man hat einen, der Jack wird dort reinfahren und wird richtig zeigen, dass man den Tobi nicht vermissen wird. Er macht das jetzt und möglich ist das ganz sicher, wenn auch Ducati aufgrund vom Reglement nicht alle Schwächen ausmerzen kann, die sie 2020 gehabt haben, wegen einem eingefrorenen Reglement. Das heißt, den Motor darfst du nicht ändern. Du kannst den Motor schon Feintuning machen, du kannst am Steuergerät arbeiten, du kannst fürs Chassis andere Schwingen machen, aber du musst den Steuerkopfwinkel beibehalten. Du hast Eckpunkte, über die du nicht drüber kannst, weil man aufgrund der Corona-Saison oder Corona-Situation gesagt hat, wir müssen Kosten sparen. Schauen wir, dass wir mit diesem Motorrad 2020 mit leichten Updates auch 2021 fahren können. Völlig richtige Überlegung, ja, weil alle auch mit Geld kämpfen. Aber wenn du jetzt so ein Problem hast wie Ducati und der Gigi D'Alina es geortet hat, aber er es nur ändern kann, wenn er die Aufhängungspunkte am Motor ändert, dann kann er es nicht machen, weil damit müsste er einen neuen Motor konstruieren, damit müsste er die Aufhängungspunkte verändern und das ist laut Reglement nicht erlaubt. Ist nur ein Beispiel. Das heißt also, es wird sicher Entwicklung in die richtige Richtung geben, aber ich sage einmal, Honda war ja auch nicht unschlagbar. Ja. Honda hat ja auch gestrauchelt ein bisschen. Also es wird sehr, sehr, ja, fast in der gleichen Tonart ein bisschen weitergehen, weil es ist vieles, wo du sagen kannst, könnte gehen, muss aber nicht. Das heißt also, diese Fragezeichen sind nicht alle weg, die schleppt man nur mal mit. Ne? Du Kussl, war Wahnsinn bis jetzt. Ich freue mich schon wahnsinnig auf den zweiten Teil, der wird dann morgen ausgestrahlt um dieselbe Uhrzeit. Bei dem ersten Teil, wo ich jetzt noch gern, weil du es jetzt kurz angesprochen hast, dass das alle schauen müssen, es ist jetzt nicht unbegrenzte Mittel zur Verfügung, jetzt haben sie das aber die Entwicklung ein bisschen eingefahren. Wie finanziert, wie hat sich so für so eine MotoGP-Saison 2020 finanziert? Werden das dann letztendlich bezahlt, die Fernsehsender oder wer macht das dann? Naja, ich sage einmal, das Haupteinnahmequelle für die Dorner ist der Verkauf der Fernsehrechte. Ja? Und wenn die Dorner gut Geld verdient, gibt es gutes Geld für die etablierten Teams, für die eingetragenen Teams. Der Zuschauer als solches
hat da keinen Einfluss, wie viel Geld ein Team verdient, sondern der Zuschauer macht es möglich, dass ein Rennen ausgetragen werden kann. Das heißt, dass jetzt, ich sage mal, jetzt habe ich wunderschöne Rennstrecken, ich möchte ein Rennen austragen, jetzt musst du diese Antrittsgebühr an die Dorner abliefern, und diese Antrittsgebühr, die musst du jetzt haben. Weil der Zuschauer darf nicht kommen, der Zuschauer bringt da kein Geld. Das heißt also, wirklich gelitten haben in erster Linie die Veranstalter, weil die ganz einfach ohne den Einnahmen der Zuschauer über die Runden kommen müssen. Die Dorner war immer guter Partner für alle Fernsehstationen. Das heißt, die Fernsehstationen sind treu geblieben und haben ihren Anteil abgeliefert. Und somit ist eigentlich sind die Teams in gewohnter Manier bezahlt worden. Allerdings deutlich weniger Rennen, damit deutlich weniger Einkommen auch für die Dorner. Abstriche haben alle hinnehmen müssen, alle durch die Bank. Ja. Das mit den Veranstaltern, das finde ich dann absolut ehrenwert und einfach schlichtweg großartig, dass die das trotzdem veranstaltet haben, aber die haben vermutlich dann nicht so hohe Abgaben an diese Dorner leisten müssen wie normal. Also welche, ich sage einmal, Möglichkeiten sie da offenbart haben, sowas bleibt innerhalb eines Raums, weil kannst du natürlich nicht machen. Natürlich ist es eine Ausnahmesituation, wie wir es gehabt haben, aber wenn man dann plötzlich merkt, aha, wenn es ein bisschen zwickt, dann kann ich eh handeln. Ja. Ja, also deswegen bleiben solche Abkommen, und auf der anderen Seite, wenn man es jetzt gesehen hat, wie die Leute dann im Fernseher einschalten. Jetzt denke ich am Red Bull Ring. Ja. Natürlich zwei Rennen hintereinander, zweimal keine Zuschauer, aber es ist ein Werbewert für die Region. Es ist Einschaltziffern in Österreich. Es ist, man kann vieles nach außen tragen über dieses Medium. Am Ende ist es gegangen, nur ich habe ein bisschen die Angst, dass die neue Saison ähnlich gestartet werden wird müssen. Kussl, ich bedanke mich ganz herzlich. Freunde, das war der erste Teil MotoGP mit Tratsch mit Kussl Almer und der zweite Teil, der kommt morgen. Ciao! Ciao! Danke, Kussl! Danke dir!